Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute geht's weiter. Eine Fracht von Von Stockton nach San Francisco. 120 Meilen zu Plaster and Sons. Dann fahren wir hier mal ein bisschen in die andere Richtung durch San Francisco durch. Und auch wieder durch Oakland. Das müsste dann wieder die Bay Bridge sein, genau. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ich habe die Sounds noch ein bisschen angepasst. Hoffentlich ist jetzt wirklich weniger laut. Und wir fahren mal los mit einem kleinen Western Star und einem ganz düsen kleinen Trailer. Und was für eine Aussicht nach hier vorne schon. Eine riesengroße amerikanische Diesel-Lok. Auch von denen habe ich viele gesehen. Und diese Zuglängen in der USA sind einfach unglaublich. Ich bin ja auch mit dem California Sapphire gefahren von Washington nach San Francisco. Genau. Also nee, nach Oakland, genau. Und dann nach San Francisco rüber, so. Und da sind wir auch mal an einem Güterzug vorbeigefahren. Der hatte, glaube ich, über 200 Wagen. Was einfach für europäische Verhältnisse crazy ist. Und dann manchmal auch solche Doppelstöcker. Irgendwie doppelstöckig einfach solche Container da wie da drüben. Crazy shit. Wirklich, das ist was ganz anderes. Aber klar, die Strecken sind natürlich auch unglaublich viel länger. Nope, sorry, wir müssen rechts. Cool, dass hier die LKWs reinfahren in die Docks. Bringt auch ein bisschen Leben hinein. Jetzt müssen wir hier noch kurz wahrscheinlich durch den Scanner oder durchs Röntgengerät. Lieber langsam als zu schnell. Falls da irgendwas anschlagen würde, wird wahrscheinlich eher nichts passieren, weil das nicht mit implementiert ist. Aber gut. Kurz mal die Sicherheitsprüfung starten. Sehr gut. Sicherheitskontrolle abgeschlossen. Sie können weiterfahren. Perfekt. Vielen Dank und tschüss. Kommt nix, sieht gut aus. Gleich in die erste Baustelle hinein. Hier hätte man also auch was abholen können, wie es aussieht. Auch interessant, an der Baustelle was abzuholen oder abzuliefern. Ich muss ja sagen, oder ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, ich hasse diese kleinen Trailer eigentlich. Weil es eben fast zu klein ist und das macht vor allem das rückwärts einparken ziemlich schwierig, finde ich. Weil es sich natürlich ganz anders verhält. Im Gegensatz zu normal langen Trailern. Und
drüben wäre Western Star, den wir entdecken können. Vielleicht reicht das, wenn ich hier entlang fahren. Nope, sieht nicht so aus. Schade. Das Wohnmobil hier drüben ist auf jeden Fall neu im Traffic. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Spannend. Dann geht's hier gleich auf die Interstate Richtung Oakland und dann eben San Francisco. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Nacht oder also Abend oder Morgen, ich glaube. Da steht nur 8.57 Uhr, aber nicht PM oder AM. Schätz mal eher Abend, weil es eher dunkler wird. San Francisco West auf die 10. Eigentlich soll das Navi auch eingeschaltet sein, dass es mit uns redet. Fällt mir gerade so auf. Ah. Hat sich irgendwie umgestellt. Time to hit the road. Good driving. Yes. Let's go. Jetzt aber. Ja, doch, es ist Abend. Da drüben ist auch wieder was los. Wenn jemand angehalten. Wir fahren ein bisschen zu schnell. Keep right. Ich habe gar nicht geachtet, wie schnell man hier fahren darf. Wahrscheinlich eher 60 Meilen pro Stunde. Ist auch wieder was los. Und wir bremsen wieder ab. Bis ganz nach unten. Immer gefährlich sowas. Er hinter uns lässt uns raus, aber fährt auf die Spur, die wir gerade drin sind. Komm, fahr. Oh shit, da hat jemand die Ladung verloren. Das möchte man auch nicht unbedingt sehen. Bei sich selber.
noch mehr crazy Stuff hier. Oh shit. Keep left. Sehr schön. Ich habe übrigens die Umleitung eigentlich auf 5% gestellt. Auf 5%. Und trotzdem passiert das ja offensichtlich ziemlich häufig. Und hier so schlimm, dass sich alles verstopft da hinten. Perfekt. Weiter geht's. War wahrscheinlich jetzt gerade mein Thumbnail. Schade, echt doof. Jetzt müssen wir schon wieder eine Umleitung fahren, die wahrscheinlich keine Ahnung wie weit, wie lang ist. Okay, jetzt fahren wir statt über Oakland runter und dann rechts über die 101. Naja gut, so jetzt auch. Wenigstens keine Umleitung, die uns wieder zurückführt. Also dass wir eigentlich einen Loop machen. Ist doch auch schon mal besser. Gut, jetzt müssen wir eigentlich gleich rechts fahren. Das heißt, wir müssen uns da irgendwo reindrängeln. Nicht gerade die feine, schöne Art. Und der hier rechts beschleunigt auch noch. Er macht hoffentlich gleich mal Platz. Naja. Ist okay. Zwar fies, aber okay. Hätte ich vorher besser planen sollen. Und sehen sollen, wo man durchfährt. Wenn man schon diese Sirenen hört, wäre es cool, wenn die Polizeifahrzeuge Junge! Ich hub sogar! Ah shit, die haben der Vorderste ist ins Auto gefahren. Er drückt ihn rückwärts, er drückt mich rückwärts. Danke. Und jetzt noch geringer Luftdruck, sehr schön. Und er fährt immer weiter rückwärts. Junge, es reicht! Ich habe keinen Luftdruck. Auch immer ein schönes Problem, wenn man keinen Luftdruck hat. Da gab es gerade auch einen Unfall, die sich alle reingefahren sind ineinander, deshalb ging es da gerade nicht so gut. Ziemlich viel Verkehr für diese Zeit. Wir haben 11 Uhr abends. Das ist San Jose, wo wir jetzt hier sind. Na,
haben wir das also auch schon mal entdeckt. Go straight. Go straight. Aber die fahren alle hier ein bisschen weird. Keep left. So wie ich. Gerade auch. Turn left. Geht's wieder auf die. Ja, ist es die Interstate? Ich glaube nicht, weil die Interstate hätte ein anderes Zeichen. Wahrscheinlich ist es einfach ein Highway. Und da kommen schon wieder Roadworks. Sehr schön. Was will man mehr? Okay, die linke Spur fällt weg. Und 55. Okay, bloß so ein kleines Stückchen. Sehen wir gleich die Skyline von San Francisco bei Nacht. Auch schön. Keep left. Dieses Gebäude ist natürlich sehr markanter mit der Spitze. Keep left. Ach ja, ich habe die Pfeile wieder angemacht. Bringt ein bisschen weniger Immersiveness. Ihr wisst, was ich meine, mit hinein. Aber dann sieht man wenigstens, welche Straßen man befahren kann, die vielleicht irgendwelche Schleichwege sind oder Secret Roads mäßig versteckt. Weil da gibt es eigentlich ziemlich viele mittlerweile in den beiden Games. Turn right. Und wenn man das natürlich ausgeschaltet hat, weiß man nicht, ob jetzt da an dieser Straße diese Pfeile wären, right. Die uns sagen würden, dass wir eben nicht da langfahren könnten. Turn right. Und somit macht es uns eigentlich ein bisschen einfacher zu sehen, welche Straßen eben dazu gehören, zu diesen Secret Roads. Das ist alles gut. Und jetzt sind wir schon wieder mittendrin im Gewusel. Go straight. Jetzt sollten wir grün kriegen, genau. Sorry, ein bisschen zu schnell. Ich bin ja, glaube ich, bloß 20 Meilen. Keep right and then turn right. Was eigentlich gar nichts ist.
turn right. Wie es in den Städten eigentlich ist mit No Turn on Red, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt solche Städte, wo das eben verboten ist, bei Rot rechts abzubiegen. Aber dann gibt es, glaube ich, auch wieder Städte, bei denen das erlaubt ist. Von daher keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, eigentlich erlaubt ist. Aber solange es ja eigentlich als nicht als rote Ampel gilt, würde ich sagen, ist es erlaubt. Turn right. Dann geht es in diese Riesenbaustelle hinein. Spannend. Da habe ich auch noch nie abgeladen. Nice. In diese Richtung, okay. Sehr coole Ladestelle. Wenigstens nicht rückwärts fahren mit dem Trailer. Perfekt. So, da werden wir und einmal abkoppeln. Von Stockton nach San Francisco hat alles gut geklappt, bis auf die Umleitung. Sehr schön. Dann war es das auch schon wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Ich schaue jetzt erstmal, wie die zwei Folgen sind, vom Sound her und alles drum und dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.